Meine Damen und Herren, Respekt, Respekt. Dass Sie hier sind, beweist Ihren außerordentlichen Geschmack und Ihren naiven Trotz. Das angedachte Programm hat eine Pause, zwei Längen und einen Affenzahn. Und nun kommt sie auch schon, die Dampfwalze des deutschen Humors, der Grillanzünder des Abends. Und wünschen wir ihm gute Unterhaltung. Hier ist Johann König. Herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen hier zu unserer kleinen Show. Mein Name heißt Johann König. Ich bin Entertainer, Bereich Humor. Und ich komme aus Köln. Und eins sage ich euch schon mal hier gleich zu Beginn, damit ihr Bescheid wisst. Es ist so, ich habe heute Abend, ich habe so richtig Bock. Also ganz im Ernst, ich habe richtig Lust, jetzt hier was zu machen. Ich habe schon heute Morgen beim Aufwachen, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Heute musst du wieder arbeiten. Ja, wie gesagt, ich komme aus Köln. Das soll aber nicht heißen, dass jetzt hier gleich gesungen oder geschunkelt wird. Denn aufgewachsen bin ich in Soest, in Westfalen. Punkt. Aus Soest habe ich auch meine Spritzigkeit, mein Drive. Und mein Esprit-Hemd her. Das ist dieses hier. Ja, das Programm des heutigen Abends hat einen Titel. Es heißt Ohne Proben nach oben. Ja. Und genau so ist es auch entstanden. Der Programmtitel ist allerdings variabel. Vor kurzem hatten wir einen Auftritt im Osten, richtig, also in der DDR. Also in der heutigen DDR. Und da hieß das Programm dann ohne Üben nach drüben. Ursprünglich sollte es ein Programm werden für die ganze Familie. Und dann habe ich gelesen, dass es kaum noch ganze Familien gibt. Ja, und es ist darum ein Programm geworden für alle zerrütteten Familien. Das Programm setzt sich zusammen aus Form und Inhalt, wobei die Form immer wieder vom Inhalt ablenkt, während gleichzeitig der Inhalt von der Form abweicht. Mein Gott. Ich habe auch einen Regisseur für dieses Programm hier benutzt, den ich für dieses Programm benutzt habe. Das ist mein Bruder Horst Kevin. Horst Kevin König, das will man machen. Nochmal Glück gehabt. Er hat sich das ganze Programm mal angeschaut und dann hat er nachher mich angeschaut und nachher hat er zu mir gesagt, Johann, wichtig ist, dass es dir gefällt. Aber lass mich mit so einem Quatsch in Ruhe. Ja,
Ja, was gibt es noch zu beachten? Worauf möchte ich noch hinweisen an diesem Abend? Erstmal möchte ich ja, vielleicht noch ein Wort zum Thema Stage Diving. Vergesst es. Wenn ihr einer springt, dann bin ich das. Dann möchte ich euch bitten, hier alles auszuschalten. Hier, was ihr dabei habt. Hier, Telefone, Portemonnaies, Laptops oder Mixer, alles aus. Wie oft sitzt einer drin, der sagt, ich mache jetzt Orangensaft. Alles schon erlebt. Auch möchte ich bitten, die Kameras auszumachen. Also nur die Verbotenen. Ist vielleicht aufgefallen, heute Abend, der Abend wird hier aufgezeichnet, für eine DVD. Es wird also hier komplett, was gibt's denn da zu lachen? Das glaubt ihr nicht. Du wirst dich noch umgucken. So, und nachher, also kommt das auf die kleine Scheibe und dann den ganzen Abend auf der kleinen Scheibe, kann man sich da den besorgen, gibt es für 200 Euro nachher im Schlecker. Ja, und dann kannst du, wenn du dann im Schlecker bist, kannst du sagen, hier, guck mal hier, 200 Euro und ich war dabei. Ja, was wird hier sonst noch so passieren? Worauf müsst ihr euch einstellen? Es wird jetzt hier so aussehen. Ich werde hier auf dieser Bühne oder aber auch auf dem Tischchen, werde ich in den kommenden 7,5 Stunden, so viel geht auf so eine Scheibe drauf. Wir gucken mal. Auf jeden Fall werde ich hier in der nächsten Zeit verschiedene Nummern vormachen. Ihr könnt euch gemeinsam die Nummern angucken und dann könnt ihr nach jeder Nummer könnt ihr dann sagen, hoi, hoi, hoi. Da hat er sich aber was einfallen lassen, der feine Herr. Ihr könnt auch sagen, ja, Mensch, was für eine Nummer. Oder ihr sagt einfach nur, fetten Respekt. Ihr dürft euch eine dieser drei genannten Reaktionen aussuchen und die Person nachher mit den meisten Reaktionen, so, die gewinnt dann. Und zwar gewinnt sie ein Wochenende mit mir. Und ich habe das selber gerade erst wieder mitgemacht. Es ist fürchterlich. Wundert euch nicht, wenn ich während des Programmes ein paar neumodische Posen oder Gesten einbaue. Ich habe mir extra für diesen Abend hier ein paar neumodische Posen und Gesten in das Programm reingeschustert, um mein Repertoire zu erweitern, aber eigentlich, um das Wort mal zu sprechen. Vor Leuten, die dafür bezahlt haben. Und ich möchte euch diese Gesten und Posen jetzt direkt zu Beginn der Show schon mal kurz vormachen, damit ihr euch danach nicht erschreckt. Ich fange an mit der Geste. Die Geste ist eine relativ übersichtliche Geschichte. Ich mache die Geste kurz vor und dann sage ich nach der Geste. Und dann nach der Geste sage ich dann, was die bedeutet. So, gleich kommt's. Vielen Dank. Nein. Entweder alle sofort oder keiner. Wenn diese Geste kommt, dann heißt es übersetzt, Johann hat einen Witz gemacht und freut sich selber am meisten. Es gibt dann noch eine Pose. Die Pose möchte ich euch auch kurz vormachen. Die Pose kann kommen, ist alles kein Muss.
Und zwar ist es so, wenn ich irgendwann mittendrin im Programm mir ganz überraschend diesen Kameraden hier nehme und wenn ich dann ganz plötzlich mit diesem Kameraden so also ihr merkt das gar nicht, weil das so schnell geht. Wenn ich irgendwann ganz plötzlich so vor euch hänge, ja, nein, auf. Wenn ich irgendwann so vor euch hänge, dann heißt das für euch, ja, guck mal da, das kann er auch noch. Vielen Dank, warum macht er das? Werdet ihr euch vielleicht fragen, warum bleibt er nicht einfach stehen? Es ist so, dass ich gerade an meinem Image feile. Bisher hatte ich eher das Image des kleinen schwulen Muttersöhnchens. Dieses Image möchte ich abschütteln. Mit Hilfe dieser Posen möchte ich mir ein neues Image zulegen, und zwar das Image eines unberechenbaren Hardcore-Berserkers. Mal sehen, ob es funktioniert. Schön, dass heute Abend so viele hergefunden haben. Wirklich sehr schön, dass ihr alle hier seid und auch, dass ich hier bin. Also wirklich, wer hätte das denn gedacht? Wenn wir mal ehrlich sind, wer hätte das eigentlich gedacht? Gerade so, weiß nicht, vor 20 Jahren oder so. Vor 20 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Ich glaube, wenn mir das einer vor 20 Jahren erzählt hätte, dass wir alle hier heute Abend in Köln in einem Theater eingesperrt sind. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich zu dem gesagt, ach komm, du bist doch eine Wurst. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht gerade. Ist ja ein bisschen komisch, auch mit dem Wetter. Mal ist warm, dann ist wieder kalt. Ich weiß ja im Moment, manchmal weiß ich auch nicht. Ich weiß manchmal nicht mehr, wo ich bin. Ich bin heute Morgen, bin ich geweckt worden von meiner Mitbewohnerin Angelika. Ganz früh heute Morgen hat sie mich geweckt und bin ich hochgeschreckt und habe gesagt, Angelika, lass mich in Ruhe. Dann hat sie gesagt, Johann, ich soll dich doch wecken. Dann habe ich gesagt, ja, Angelika, was haben wir denn für eine Zeit? Dann hat sie gesagt, Johann, es ist 11:30. Dann habe ich gesagt, Angelika, keine Details, Sommer oder Winter. Heute war ich im H&M, wollte mir einen Schal kaufen, habe ich zur Verkäuferin gesagt, Entschuldigung, wo finde ich denn hier Schals? Na, hat die kurz überlegt und hat dann gesagt, der arbeitet hier nicht mehr. Nein, kommen wir wieder ein bisschen zum Niveau. Es geht mir eigentlich recht gut im Moment. Ich habe mittlerweile eine Methode gefunden, um mit diesem Druck klarzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das für ein Druck ist, wenn man jeden Abend auf so einer Bühne steht und permanent ein Gag nach dem anderen abfackelt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Trotzdem lastet auch auf mir ein gewisser Druck, ein Druck, der sich in letzter Zeit immer häufiger entlädt. Es kommt in letzter Zeit immer öfter vor, dass ich mein Hotelzimmer verwüste. Vor 2 Wochen in Düsseldorf habe ich einen Stuhl umgekippt und habe laut gesagt, so. Und wenn man so wie ich auf die 30 zugeht, eigentlich wird es dann ganz, ganz schlimm. 30 ist eigentlich ein ganz, ganz schlimmes Alter. Ein alter Schwede. 30 ist ein Alter, wo viele Menschen große Probleme kriegen. Ich gehe immer wieder auf die 30 zu. Jedes Jahr gehe ich auf die zu.
Und dann sieht die mich und dann sagt die immer, oh, Sie, also so wie Sie aussehen, Sie haben doch bestimmt genug Probleme. Gehen Sie mal lieber woanders hin. Guck mal, da drüben, da steht die 42 noch frei. Viele wissen auch mit 30 nicht mehr, wohin. Wohin gehen wir? Weiß nicht. Viele sind auch mit 30 zum ersten Mal richtig verliebt. Zum ersten Mal in ihrem Leben richtig verliebt. Und dann fragen sie sich, ja, und wohin jetzt mit meiner Frau? Ja, pass auf. Und die Frau, in die der 30-Jährige verliebt ist, die fragt sich dann auch, was will der denn? Der ist doch bestimmt schon 40. Bah. Ich kannte mein Ehepaar, die waren beide 60 Jahre alt. Und dann kam eine Fee zu denen nach Hause und sagte, guten Abend. So, ihr seid ja beide 60, ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, so. Dabei wusste ich das vorher schon. Und dann sagt die Fee, ja, hier, was wollt ihr hier? Wollt ihr einen Wunsch oder was? Ich bin die Fee. Hier ist mein Ausweis. So ungefähr. Und dann fragt die Frau, ob die einen Wunsch hat und dann sagt die Frau, ja, eigentlich nee. Pass auf, komm noch. Und dann fragt die den Mann, ob der einen Wunsch hat. Dann sagt der Mann, ja, das kann man wohl sagen, du alte Schachtel. Die Fee war schon ein bisschen älter. Also schätze ich mal. Ich war nicht dabei. Und dann sagt der Mann, ja, ich hätte gerne einen Wunsch. Ich hätte gerne eine Frau, die viel jünger ist als ich. So 30 Jahre jünger oder sowas. Finde ich super. Und dann sagt die Fee, das würde ich dir auch wünschen. Wenn ich sie so sehe. Und dann sagt die Fee, okay, können wir machen, kein Problem. Machen wir. Und dann macht es so tschoing. Und zack, war der Mann 90. Besuchen Sie auch meine Homepage. phipsasmussen.de. Also ich fand ihn wirklich gut. Man muss ihn aber auch erzählen können. Es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile für jedes Alter eine entsprechende Selbsthilfetruppe. Es gibt ja alles mittlerweile. Es gibt ja Hilfe, meine Frau ist hier nicht. Oder hallo, wo bin ich eigentlich? Ich habe mal ein Seminar gesehen, das hieß Suizid ohne Reue. Und da habe ich auch gedacht, ja, da möchte ich mal mit einem sprechen, der das erfolgreich absolviert hat. Es gibt auch im kreativen Bereich schöne Seminare, habe ich gesehen, Seminare mit dem Titel Basteln ohne Anspruch, Malen ohne Zahlen, Diskutieren oben ohne. Ich habe mal ein Seminar gesehen, da bin ich reingegangen und da habe ich gesehen, dass ich das selber leite. Und dieses Seminar hatte den Titel Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Das ist kein Vergleich mehr zu früher. Ich bin viel, viel mutiger geworden als früher. Wenn mich heute in der U-Bahn einer anspricht und sagt, entschuldigen Sie mal, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Dann sage ich zu dem, also, hau bloß ab, du. Den Trick kenne ich. Ich habe auch in meiner Wohnung jetzt einiges verändert nach einem Seminarbesuch. Ich habe meine Wohnung komplett nach Sheng Shui ausgerichtet. Sheng Shui, das ist diese fernöstliche Methode, um sich zu Hause mit seinen eigenen Möbeln schön aus dem Einklang zu bringen. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Ich habe in meinem Schlafzimmer angefangen. Im Schlafzimmer sieht es jetzt so aus. Das Bett steht jetzt in meinem Schlafzimmer.
Im emotionalen Eck. Und das muss man auch erstmal finden. Der Kleiderschrank steht jetzt in der energetischen Mitte des Raumes, sehr praktisch. Und weil ich gerade so schön dabei war, habe ich mir noch das Nachttischchen genommen und habe es verkehrt rum in die Decke gedübelt. An die Wand in meinem Schlafzimmer, an die Wand habe ich einen Teufel gemalt. Soll man eigentlich nicht machen, aber ich wollte meine Respektlosigkeit vor Sprichworten demonstrieren. Ich habe es erst auch nicht verstanden. Habe ich mir das 2-3 Mal angehört und dachte ich, super Nummer. Das kommt auf die DVD. Ich habe in meinem Schlafzimmer noch einen anderen Spruch stehen, den habe ich vor kurzem gelesen. Ein Spruch, der gut ins Schlafzimmer passt. Das ist ein chinesisches Sprichwort. Das Sprichwort heißt, der Schlaf ist das Bügeleisen für die Seele. Das habe ich wirklich gelesen. Der Schlaf ist das Bügeleisen für die Seele. Und als ich das gelesen habe, da habe ich als erstes überlegt, wer denn bei uns im Haus, sagen wir mal, seelisch zerknittert ist. Und dann bin ich rübergegangen und habe die Nachbarin gebügelt. Und die fand das auch ganz okay, weil sie hat wirklich ein Problem, sie hat ein richtiges Problem, sie leidet an paradoxer Depression. Das heißt, die ist gefühlskalt, kann das aber nicht zeigen. Ja, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich habe mir eine kleine Zwischenmusik ausgedacht, die ich hier immer wieder abspielen kann, hier mit meinem neuen Bandgerät. Das ist einfach nötig geworden, um hier ein Stück weit abzulenken von den Umbauten. Ich habe zum Beispiel gerade den Mikrofonständer da. Ich glaube, das habt ihr nicht gemerkt. Ich, alter Fuchs. So ist es prima. Letzte Woche, es war letzte Nacht, da habe ich geträumt, ich wäre vom Beruf Nachrichtensprecher. Und ich habe dann heute Morgen die Nachrichten, die ich geträumt habe, einfach mal aufgeschrieben. Ich habe sie hier in mein Etui gesteckt und ich möchte die euch jetzt mal vorlesen. Ich habe auch eine kleine Maskerade mitgebracht, damit wir uns das besser vorstellen können. Und ich möchte die Nachrichten dann vorlesen, aber das wackelt so. Naja, das kann man ja nachher sicherlich alles rausschneiden. Ich habe auch einen kleinen Jingle vorbereitet, damit wir da besser reinkommen in die Situation.
So, und sobald ich hier auf Play drücke, da geht der Sketch auch schon los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Rom. Sechs Jahre nach seinem Tod hat der Papst Mutter Teresa selig gesprochen. Sie sei immer Symbol gewesen für Hunger und Armut, sagte der offenbar verwirrte Körper des Kirchenoberhauptes auf einer Videobotschaft. Experten befürworten die Echtheit des Bandes. Irak. Ich kann das kaum lesen. Im Irak sind nach offiziellen Angaben noch immer über 100.000 gewaltbereite US-Soldaten stationiert. Viele von ihnen haben die Hoffnung, noch in diesem Jahr in ihre Heimat zurückzukehren. Dazu äußerte sich jetzt der frisch gebackene US-Präsident Michael Moore. Moore wörtlich: Das amerikanische Volk ist dumm, fett und kriminell. Jeder Zweite besitzt eine Waffe, alle 6 Sekunden passiert ein Mord. Ich möchte die Soldaten bitten, auf der Stelle in ihre Heimat zurückzukehren und ihre Mission hier fortzusetzen. Also das Volk entwaffnen und befrieden und die Demokratie einführen. Inzwischen bereiten sich die Familien darauf vor, sich auf die Rückkehr der Soldaten zu freuen. Apropos dumm und bewaffnet. In Washington haben sich am Abend 3 Heckenschützen gleichzeitig gegenseitig erschossen. Für die Polizei, die scherzhaft schon vom magischen Dreieck spricht, deuten Präzision und Timing auf die Mittäterschaft eines Regisseurs hin. Sollte der Mann gefasst werden, erwartet ihn eine Nominierung für beste Idee. Düsseldorf. Köln. Im Zuge der Aufwertung des Kölner Stadtteils Deutz ist am Morgen der Kölner Dom abgebaut und auf der anderen Rheinseite wieder aufgebaut worden. Wie der stolze Kölner Oberbürgermeister Schrammers Fritze betonte, sei die Aktion nur aufgrund des unermüdlichen Einsatzes aller Kölnerinnen und Kölner und Kölner Kinder und Kölner Lebensfreude und Funke-Mariechen und nicht zuletzt aufgrund der ehrenamtlichen Mentalität der Kölner Stadtsparkasse geklappt. Natur. Überraschend einstimmig ist die Brummhummel zum Tier des Jahres 2003 gewählt worden. Die Hummel sei ein sinnloses Tier ohne Zukunft, das ein bisschen Aufmerksamkeit vertragen könnte. Prämiert wurde auch das schönste Hummelgedicht. Hier ein Auszug. Es war mal eine Hummel, die flog zum Überwintern in meines Freundes Tunnel, sprich in seinen Hintern. Den hatte sie genau getroffen, denn sein Arsch war meistens offen. Und im Sommer, ei der Daus, flog sie stinkend wieder raus. Sie stank ihr Leben lang nach meines Freundes Tunnel, die dicke dumme Hummel. So, noch zum Wetter. Tagsüber sehr bemüht, abends aber ohne Chance. Nachts kommt 5 Minuten die Sonne raus und singt Köller Alarv. Dankeschön. Thank you.
herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja. Seid ihr eigentlich alle aus Köln? Nee, ne? Ja. Ja. Ich glaube nicht. Also ich wohne seit ungefähr 8 Jahren jetzt in Köln und ich finde, ich bin mittlerweile, finde ich ja, bin ich so ein richtiges Kölner Urgestein geworden. Wirklich, ich merke das immer, wenn ich längere Zeit weg war, jetzt im Sommer zum Beispiel, war ich im Sommerurlaub und wenn ich dann nach längerer Zeit wieder in Köln einfahre, wenn ich von der Autobahn den Dom nur sehe, dann geht mir immer so die Buchse auf. Und dann denke ich immer, ja, hello, da bin ich wieder. Köln ist für mich die schönste Stadt im Weltraum im Grunde. Köln ist eine Stadt, die man einfach lieben muss. Wer Köln nicht liebt, bekommt viel zu schnell die Toleranz der Kölner zu spüren. Und wer will das denn? Köln ist ja schon ein Land, wo, wenn man jetzt von außen reinkommt, man denkt schon als erstes, glaube ich, ja, guten Abend. Hier ist ja wohl die Toleranz zu Hause geblieben. Gerade auch architektonisch finde ich das sehr tolerant hier. Die Architektur, also Köln ist ja ein riesiges bebautes Gelände. Gerade architektonisch finde ich das hier immer wieder provokant gelöst. Eine Architektur, die aneckt. Ich empfehle Fremden, die das hier noch nicht so kennen, immer sich die Wahrnehmung ein bisschen zu verbessern mit Hilfsmitteln. Das klappt natürlich längst nicht immer. Ich habe neulich vergeblich versucht, mir den Barbarossa-Platz schön zu saufen. Und wenn man da glaubt, dass man mit einer Flasche Uso irgendwas erreicht, dann hat man aber die Rechnung ohne den Architekten gemacht. Wenn es da einen gab. Was ich hier auch mag, ist, dass die Kölner sehr kontaktfreudig ist. Man lernt sehr schnell Leute kennen. Oft denke ich, bevor die den Mund aufmachen, denke ich schon, halt bloß den Rand. Wenn ich in Köln in eine Kneipe gehe, dann muss ich eigentlich immer als erstes 5 Usos trinken. 5 Usos, um selber ansatzweise auf das Niveau zu kommen, das da alle von Anfang an haben. Aber dann klappt es auch wirklich. Ich habe das neulich wieder gemacht, habe 5 Usos getrunken, war in einer Kneipe, habe eine Frau angesprochen und habe sie ganz allgemein angesprochen, habe sie gefragt, ob sie auch hier wäre. In der Kneipe und so alleine, ob sie da keine Angst hätte, dass jemand anspricht. Und dann... Sie hat sich noch nicht mehr umgedreht und da habe ich gedacht, Johann, ein bisschen aufstoßen. Ich habe extra gesagt, ohne Kohlensäure. Pack. Komm. Und auf jeden Fall habe ich die Frau, also die, ne, dann habe ich der Frau noch mal ganz leicht auf die Schulter getippt und habe gesagt, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Und dann habe ich sie mir gepackt, habe sie mir angeguckt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, junge Frau, also in meinen Augen sind Sie von einer attraktiven Frau also kaum zu unterscheiden. Habe ich sie wieder zurückgestellt. Und da hat sie gesagt, das hätte ja auch noch keiner gesagt. Und da habe ich gesagt, ja. Das sagen die meisten. Nach kurzer Zeit kam ein Mann in die Kneipe rein und stellte sich an den Tresen. Ich habe diesen Mann ein bisschen beobachtet. Und der Mann sah ein bisschen merkwürdig aus. Ich wusste aber nicht genau, was an diesem Mann so merkwürdig aussieht. Und ich habe diesen Mann darum noch ein bisschen länger beobachtet. Dann habe ich überlegt, ob ich ihn kennenlernen möchte.
dann habe ich ihn lieber noch ein bisschen beobachtet, weil er ein bisschen unheimlich aussah. Und dann habe ich überlegt, was an ihm so unheimlich ist. Und dann fiel mir ein, dieser Mann, Johann, der da steht, das ist im Grunde ein weißer Neger. Er hatte weiße Haut, weißes graues Haar, ganz breite Lippen und zu allem Überfluss hatte er auch noch schwarze Zähne. Und da habe ich gedacht, der sieht ja aus wie ein Negativ. Wie das Negativ von Roberto Blanco. Negativ, daher kommt das. Dann habe ich es immer falsch geschrieben. Auf jeden Fall hat dieser Mann total rumgejammert und hat erzählt, es wäre alles so furchtbar schrecklich in seinem Leben. Und dann habe ich ihn gefragt, wo er denn so negativ geworden ist. Und ob er so lange im Entwicklungsland war. Nein. Das schneiden wir raus. Kein Problem. Auf jeden Fall hat dieser Mann erzählt, dass er wahrscheinlich heute Abend noch vom Hochhaus laufen will. Mit Karacho. Und das wollte ich irgendwie auch nicht. Ich habe überlegt, wie ich ihm das wieder austreiben könnte, ohne allerdings den umständlichen Weg der Argumentation zu gehen. Ich habe dann einen Regenschirm gefunden in der Kneipe, bin mit diesem Regenschirm zu ihm zurück und dann habe ich versucht, ihm mit diesem Regenschirm den Gedanken ganz vorsichtig aus dem Kopf zu schlagen. Ich hatte sowas noch nie gemacht. Ich kannte nur diese Redewendung. Aber es klappte tatsächlich. Als ich nach 2 Minuten etwas besser zuschlug, da meinte er, Mann, ist das ein schöner Abend. Aber warum haust du mir auf den Kopf rum? Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, Schneehase. Ich zeige dir jetzt mal, wie ich die Frau da vorne mit einem Spruch klar mache. Und dann bin ich zu der Frau gegangen, habe sie mir im Nacken gepackt und habe zu ihr gesagt, ich trinke Uso, was machst du so? Auf jeden Fall waren wir dann zu dritt. Wir haben uns noch einen richtig schönen Abend gemacht zu dritt. Irgendwann waren wir so sternnagelvoll. Da haben wir zu dritt das Spiel gespielt. Einer geht raus und die beiden anderen müssen raten, wer draußen ist. Angeekelt von mir selbst bin ich dann irgendwann zum WC gegangen. Auf dem WC lag eine angedaute Erbsensuppe. Guckte mich an mit ihren Glubschaugen und sagte, nimm mich jetzt, ich bin noch warm. Als nächstes konnte ich mich daran erinnern, dass ich nach Hause getrottet bin, am Rhein entlang, und das war eigentlich ganz schön. Ich habe auf den Rhein geguckt und mitten auf dem Rhein war ein älteres Ehepaar und hat mir zugewunken. Und da habe ich zurückgewunken und habe gedacht, guck mal, Johann, wie schön. Die beiden, so alt und immer noch schwimmen. Die waren auch recht schnell verschwunden. Und ich bin weitergelaufen. Und irgendwann wurde ich ganz plötzlich total sensibel. Die oberflächliche Geselligkeit aus der Kneipe stand plötzlich im krassen Kontrast zu meiner inneren Leere.
kam eine Bank vorbei, da habe ich mich draufgesetzt. Und ich habe auf den Rhein geguckt und der Rhein, der guckte mich an. Als wollte er sagen, Johann, dich kriege ich auch noch. Nach kurzer Zeit kam ein Vogel zu mir auf die Bank geflogen und setzte sich neben mich. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn anspreche. Aber ich habe mich nicht getraut. Es war ein behinderter Vogel. Er war zweifach behindert. Es war eine blinde Taube. Sie hatte ein Zettelchen im Schnäbelchen und darauf stand Johann, alter Sack. Aufstehen, weitergehen, nach vorn sehen. Und da habe ich sie angeguckt und habe gedacht, nach vorn sehen? Ja, das schreibt ja auch die Richtige. Und da habe ich zu ihr gesagt, na Taube, du hast es aber auch nicht einfach, was? Aber die Taube konnte weder hören noch sehen. Es war ja vor einiger Zeit vergangen. Auf jeden Fall habe ich zu ihr gesagt, Mensch Taube, trotzdem, du hast mir Mut gemacht. Wenn du es schaffst, dann schaffe ich es auch. Wirklich, du bist so, hier, guck mal hier. Doch da war sie schon in die Lüfte gestiegen und an einer Brücke zerschellt. Als ich das gesehen habe, da habe ich zu mir gedacht, Johann, ob blind oder taub, Hauptsache gesund. Und ich habe dann etwas gemacht, was mir in solchen Situationen immer wieder sehr hilft. Ich habe alle meine Gedanken in ein kleines Büchlein geschrieben. Es ist ein kleines Gedicht entstanden. Ein Gedicht, das in diesem Büchlein nicht drin steht. Aber warum denn nicht mal einen Fehler simulieren? So, ich möchte das Gedicht jetzt vortragen. Es ist ein Gedicht geworden zum Zuhören. Ich möchte euch bitten, bei dem Gedicht genau zuzuhören. Ich werde vielleicht nach dem Gedicht ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, was hat der Autor für eine Intention? Oder zum Beispiel, was hat der Autor eigentlich genommen? Und wo kriege ich das? Und wer nachher alle Fragen richtig beantworten kann, der kann sich auch nachher mit mir in der Garderobe noch einen Preis angucken. Der natürlich weiterhin mir gehört. Gibt noch Zusatzfragen, dann kann man den Preis auch mal anfassen. So. Ich fange oben an, dann geht es bis nach unten. Das Gedicht heißt Du und ich, wir drei. Untertitel Die blinde Taube. Es war im Mai, ich glaube, da flog eine blinde Taube zu ihrem First Blind Date. Leider viel too late. Hier ist viel Englisch mit drin. Das ist aber Absicht. Der Vogel war ganz lieb, doch war ihr nicht ihr Typ. Da saß ein grauer Star, den sie noch nicht mal sah. Da war die Taube wütend und auch ein bisschen sauer. Nun flog sie ungebremst vor eine dicke Mauer. Ein roter Fleck blieb kleben. Erinnert an ihr Leben. Da seht ihr, was geschieht, wenn man zu wenig sieht. Dankeschön. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum musikalischen Höhepunkt der ersten Hälfte. Ich werde immer wieder gefragt, Johann, bleib mal hier. Johann, hast du eigentlich auch einen musikalischen Höhepunkt in der ersten Hälfte? Ja,
habe ich, der kommt jetzt. Ich habe ein Lied für euch vorbereitet, es ist ein Kinderlied. Ich bin auch in dem Alter, in dem ich mir vorstellen kann, mir Kinder anzulegen. Habe auch eine Wohnung, in der man Kinder halten könnte. Katzenklappe habe ich und ich habe, damit sich dieses Lied ein bisschen besser anhört, habe ich meine Kapelle mit eingeladen. Das sind 183 Leute. Ich habe heute Morgen auch bei allen angerufen. Leider hatten 72 nicht so die Böcke mitzukommen. 35 wussten überhaupt nicht, wer ich bin. Aber das ist alles nicht schlimm, denn einer ist heute Abend hier und der wird mich bei diesem Lied begleiten. Und Entschuldigung, ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist. Er hat den weiten Weg aus Peru nicht gescheut. Begrüßen wir ihn mit einem herzhaften Applaus. Hier kommt aus Peru Helmut Sanfenschneider. Guten Abend, Herr Sanfenschneider. Buenos dias, Senora König. Ja, bevor wir uns verquatschen, fangen wir am besten direkt mit dem Lied an. Ich sag vielleicht noch kurz was zu Herrn Sanfenschneider, damit ihr einen Eindruck habt. Herr Sanfenschneider ist ein riesiger, ein großartiger Musiker. Herr Sanfenschneider hat... Ja, wir machen jetzt das Lied. Herr Sanfenschneider steht bereit. Und es ist ein Lied geworden zum Nachdenken und Mitsingen. Wer will, kann gerne nachdenken. Ich werde auf jeden Fall mitsingen. So, okay. Ein kleiner Franzose verdrischt seine Frau, er schlägt über Jahre sie gelb, grün und blau. Da springt sie aus dem Uhrhaus und wer war schuld daran? Der kleine Franzose in seinem Prügelwahn. Da springt sie aus dem und wer war schuld daran? Na, der kleine Franzose in seinem Prügelwahn. Ein kleiner Franzose vergiftet sein Wein und dann lädt er Kollegen und Freunde zu sich ein. Sie alle müssen sterben und wer war schuld daran? Na, der kleine Franzose im Zyankali-Wahn. Sie alle müssen sterben und wer schuld daran? Na, der kleine Franzose im Zyankali-Wahn.
der fiese Möb. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst eskaliere ich gleich. Ein kleiner Franzose ist schließlich auf der Flucht. Und er wird allenthalben steckbrieflich gesucht. Er rast mit seinem Wagen vor einen Pfeiler aus Beton. Der kleine Franzose, ja, das hat er nun davon. Er rast mit seinem Wagen vor einen Pfeiler aus Beton. Der kleine Franzose, ja, das hat er aber auch nicht anders verdient. Dankeschön, Helmut Sattenschneider. Ja, bei uns in Peru sagt man, wie man tanzt, so ist man auch im Bett. Ja, witzig. Wenn das euer Humor ist, wir können auch gerne tauschen. Ich möchte zu diesem Lied so viel sagen. Ich bin der Meinung, dass wenn man die Stimme hat und wenn Taktgefühl und Rhythmusignoranz keine Gegensätze sind, dann kann man das ruhig mal machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin echt im Arsch. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Plastiktüte über den Kopf, um mich zu beruhigen. Ich denke, wir können eine kleine Pause vertragen. Wir machen eine Pause jetzt. 10 Minuten Pause. So, also ungefähr 20 Minuten. Einfach mal eine halbe Stunde rausgehen. In der Pause wird Helmut auch draußen stehen, nur mit einer Panflöte begleitet und ein paar Sachen anbieten. Wir haben einen Stand aufgebaut mit Artikeln, so Merchandising-Artikel. Wir haben verschiedene Sachen mitgebracht. Es gibt Poster, es gibt Tassen. Was noch? Was noch? Es gibt auch Schlüsselbänder. Was noch? Was noch? Ja, pass auf, es gibt auch... Was noch? Ja, lass mich doch mal ausreden. Was noch? Es gibt auch... Was noch? Es gibt auch für Techniker noch auf die Fresse. Bis gleich. Herzlichen Dank. Hallo im zweiten Teil. Ja, ja, ich bin's nochmal. Euer Kaspar. Ja, wir machen noch einen Teil. Ich habe doch ein paar Krümel auf der Schalmei. Wir machen noch einen Teil. Erstmal möchte ich sagen, ja, erstmal schön, dass ihr noch hier geblieben seid. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich noch hier bleibe, aber dann kam einer und meinte, Vertrag ist Vertrag. Raus aus dem Auto. Ich bin ja sehr froh, dass ich mittlerweile hier mit diesem meinem zweiten Programm mich auch vom Outfit her ein bisschen verändert habe. Ich weiß nicht,
Die Älteren erinnern sich vielleicht, ich habe früher ein rosa Hemd getragen, ich trage heute ein rotes Hemd. Das ist für mich ein riesiger Fortschritt, denn seitdem ich das rosa Hemd nicht mehr trage, seitdem laufen mir auch die Jungs nicht mehr so nach. Gerade hier in Köln ist das immer ein bisschen lästig gewesen. Eigentlich hatte ich ja immer viel Kontakt zu Frauen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Es gibt ja als eine Möglichkeit zum Beispiel die Literatur. Man kann sich Bücher über die kaufen oder Hefte. Das muss jeder selber wissen. Ich bin ja nicht getauft und als Nicht-Getaufter, heute habe ich keine Probleme damit. Früher hatte ich schon Probleme, weil ich nicht getauft war. Denn zu Hause bei uns zum Beispiel, wenn bei uns zu Hause Arbeit anfiel, zum Beispiel Schneeschippen oder Dachpfannen reinigen, dann war das meistens eine Heidenarbeit. Ja, genau. Und mein Vater hat dann immer gerufen, Johann, Heidenarbeit, aufs Dach mit dir, sonst kriegst du einen Latz. Einmal habe ich gefragt, du Papa, wo ist der Latz? Und zack, wusste ich's. Das ist hier so, hier. Und dann ging der immer hier. Und dann ging der hier runter. Und dann ging der hier. Und dann ging der hier vorne. Und dann ging der hier. Und dann hier. Hier war richtig lang. Und dann ging der hinten über den Rücken. Und hier. Und hier und hier. Ich war ein einziger Latz. Ich weiß noch, dass ich früher mal die Windpocken bekommen habe. Da haben die Eltern mich 3-4 Wochen in mein Zimmer eingesperrt und haben mir jeden Morgen eine Flasche Franzbranntwein durchgereicht. Durch die Katzenklappe. Damit musste ich mich 3-mal täglich am ganzen Körper einschmieren. Und ich war damals erst 5. Und nach diesen 4 Wochen, da war ich 6. Ich habe mich immer getröstet mit Eis. Ich habe sehr viel Eis gegessen als Kind. Am liebsten habe ich immer Brauner Bär gegessen. Brauner Bär ist ein ganz leckeres Eis. Gibt es auch heute wieder. Brauner Bär. Ein ganz leckeres Eis mit einem Karamellkern innen drin. Ich hatte früher ein Ritual. Ich habe immer als erstes den Karamellkern gegessen. Und nachher den geschmolzenen Rest aus der Hand geschlabbert. Aber wenn ich heute zum Kiosk gehe und die Kioskfrau frage, ob sie einen braunen Bär hat, ja, ich habe das gemacht. Und die hat mich angeguckt und hat gesagt, oh, hau bloß ab, du. Wobei, ich habe eine gefragt und eine meinte, ich müsste mich ein bisschen gedulden, er würde wiederkommen. Aber da habe ich so getan, als hätte ich das nicht verstanden. Das wirkt immer. Ich war ja wirklich mal in einem Frauenbuchladen. Frauenbuchläden sind ja, habe ich gedacht, komm Johann, gehst du mal in einen Frauenbuchladen. Vielleicht findest du da noch ein paar Trips und Ticks über Frauen. Und dann bin ich reingegangen in den Frauenbuchladen. Im Frauenbuchladen drin waren 2 Männer, die aber so gut als Frauen verkleidet waren, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt in dem Frauenbuchladen, habe auch ein Buch gesehen, das ich vom Titel her sehr ansprechend fand. Das Buch hieß Frauen ab 40 und jünger. Und ihre Probleme. Also ein dicker Schinken. Und
In diesem Buch habe ich mich ein bisschen umgesehen, bin ein bisschen drin rumgelaufen. Und so als Quintessenz stand da drin, man soll ehrlich sein zu den Frauen. Und das wollte ich direkt beherzigen. Es kam dann eine alte Freundin von mir vorbei und wollte sich irgendwie 100 Euro von mir leihen. Und dann habe ich zu der gesagt, ja, ja. 100 Euro, habe ich zu ihr, wozu brauchst du denn 100 Euro? Ich meine, guck dich doch mal an. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Ja, hat es auch gleich eingesehen. Und naja, auf jeden Fall, wie du es machst, machst du es verkehrt. Ne? Ich war heute noch in einem Supermarkt, wollte Bananen kaufen, habe zwei Bananen abgewogen und auf dem Zettel, der aus der Waage rauskam, da stand drauf, dass das Möhren sind. Und da habe ich auch gedacht, Johann, ob Bananen oder Möhren? Hauptsache gesund. Und dann bin ich noch weiter durch den Supermarkt, habe überlegt, was ich noch kaufen könnte. Habe ich gedacht, hier, guck mal hier, Johann, guck mal hier. Guck mal hier. Ich hatte falsch geguckt. Guck mal hier, Johann, Klopapier, weißt du, Klopapier, Johann, kann man eigentlich immer gebrauchen. Hm? Und bei mir ist es so, wenn ich Klopapier kaufe, das ist mir immer ein bisschen unangenehm oder richtig unangenehm. Und so war das auch dieses Mal. Ich hatte dieses riesige Paket Klopapier im Einkaufswagen und ich hatte ständig das Gefühl, alle gucken mir hinterher. Und im Grunde wissen alle ganz genau, was ich damit vorhabe. Und dann habe ich meine Sachen auf das Fließband gelegt und dann sagt die Kassiererin, ach junger Mann, was haben Sie da denn? Klopapier, so viel Klopapier für Sie alleine? Ja, Sie haben es ja wohl nötig. Und was haben Sie da noch? Ach, zwei Bananen. Ja, alles klar. Wollen Sie noch Olivenöl kaufen? Und da habe ich die Frau angeguckt und habe ganz freundlich zu ihr gesagt, halt die Fresse. Und ja, und sie hat dann gesagt, ja, mach 10 Euro. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was, 10 Euro? Also das hat zu mir auch noch keine gesagt. Das ist ja total rund. Hier, 11,32 stimmt so. Dann habe ich sie noch schnell gefragt, ob sie einen braunen Bär hat. Und da hatte ich endlich mein Hausverbot. Dann bin ich rausgegangen und wollte jetzt meinen Wagen wegbringen, also meinen Einkaufswagen. Plötzlich kam eine Frau auf mich zu, fragte, ob sie meinen Wagen haben könnte. Und da habe ich gesagt, ja klar, hier sind die Schlüssel, steht draußen, ist ein grüner Mazda. Und da sagte sie, nee, so hätte sie das nicht gemeint. Da habe ich gesagt, ich habe ja auch nur einen Witz gemacht. Sie humorlose Schachtel. Immer ehrlich bleiben. Dann bin ich rausgegangen, habe meinen Wagen gesucht. Dann fiel mir ein, dass ich hier nur einen Witz gemacht hatte. Ha, ha, ha. Habe ich mich total beömmelt. Und dann habe ich gedacht, Johann, jetzt hast du so viel erlebt in dem Supermarkt, das war doch bestimmt ein Erlebnis Supermarkt. Da gehst du einfach nochmal rein. Bin ich nochmal reingegangen, wieder in die Obst- und Gemüseabteilung. Diesmal habe ich mir 5 Litschis abgewogen. Auf dem Zettel, der aus der Waage kam, schon drauf, dass das Kartoffeln sind. Und da habe ich dann zu mir gedacht, Johann, wenn du das nächste Mal in einen Supermarkt gehst, ne, also dann kaufst du einfach vorher ein. Dankeschön.
Du bist in Führung. Aber ich nehme nicht jeden. Aber ich nehme nicht jeden mit. Viele Leute glauben, so Komiker, die glauben Komiker, das sind privat ganz einsame und traurige Kreaturen, die eigentlich nur auf der Bühne stehen, um ihre Komplexe zu kompensieren. Aber ja, ich kann euch ganz ehrlich sagen, bei mir ist das alles noch viel, viel schlimmer. Ich bin privat ein humorloser Nichtsnutz, ein emotionales Wrack, das apathisch vor sich hin existiert. Die letzte Freundin, die ich hatte, der habe ich ein Gedicht geschrieben und dann hat die zu mir gesagt, Johann, das Gedicht ist ja ganz schön, aber du schreibst dir von Gefühlen gerade so, als hättest du welche. Ich habe das Gedicht mal mitgebracht, das ich ihr geschrieben habe. Das ging so. So, pass auf. Das ging so. Na, scheiße. Wenn ich dich sehe, dann gibt's ein Gewitter meiner Synapsen und Transmitter. Wenn wir mal eng beieinander sitzen, dann fühle ich subkutan Ameisen flitzen. Wenn du beginnst, mir ins Ohr zu säuseln, dann spüre ich im Nacken die Haare sich kräuseln. Und wenn du mich küsst in des Raumes Stille, so ist das weder mein Wunsch noch Wille. Ich glaube, das hat sie nie richtig verstanden. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, da bin ich als erstes direkt im Bett liegen geblieben. Denn ich hatte überhaupt keine Lust. Und ich habe an meiner Zimmerdecke, in meinem Schlafzimmer, einen Spruch stehen, der es mir ermöglicht, morgens besser aus dem Bett zu kommen. Wenn ich aufwache, dann sehe ich an meiner Zimmerdecke den Spruch,
Wer morgens nicht mehr weiter weiß, bekommt Dekubitus am Steiß. Daneben hängt das Nachttischchen. Wir erinnern uns. Und ich bin dann sofort aufgestanden und rausgegangen auf den Balkon, um mich zu entspannen. Habe ich eine Lupe mitgenommen, habe, um mich zu entspannen, die Lupe unter die Sonne gehalten. Und dann habe ich mit dem kleinen heißen Punkt, habe ich dann Ameisen traktiert. Habe sie in Mohn verwandelt. In Knuspermohn. Im Grunde sind mir die Biester viel zu schnell geworden. Darum bin ich jetzt auch dazu übergegangen, Nacktschnecken mit exotischen japanischen Schriftzeichen zu versehen. Mit der Lupe. Frei nach dem Motto, ich tätowiere nicht mich, sondern Tiere. Eine Nacktschnecke, die war ein bisschen dämlich. Die wollte, dass ich ihr Love and Peace hinten drauf schreibe. Und ich fand die so dämlich. Da habe ich gedacht, komm, bei der erlaubst du dir jetzt mal einen kleinen Ausrutscher. Und als ich fertig war, da stand bei ihr hinten drauf, Holla, die Waldfee. Und da hat die ihre Stielaugen ausgefahren und hat sich total aufgeregt. Und da habe ich gesagt, du hast aber auch nicht richtig stillgehalten. Apropos Nacktschnecken, ich kannte mal eine Frau. Die wollte sich die Worte Wahrheit und Erkenntnis auf ihre Brüste tätowieren lassen. Auf Japanisch, also Wahrheit auf die eine, Erkenntnis auf die andere. Und der Tätowateur, der wusste aber nicht genau, was das heißt auf Japanisch. Und dann hat der Einfachheit halber, hat der dann Salz und Pfeffer draufgeschrieben. Eine Stunde vorm Auftritt bin ich immer besonders nervös. Und ich habe dann oft keine Sonne und keine Lupe dabei. Darum habe ich mir eine neue Entspannungsmethode ausgedacht. Immer, wenn ich vorm Auftritt total nervös oder angespannt bin, dann hole ich einfach meinen Lolli raus. Und schlecke ein bisschen an ihm herum. Ich komme dann immer sehr schnell auf andere Gedanken. Und zwar auf ganz andere Gedanken. In der Hauptsache komme ich dabei aber zu mir. Ich bin wieder ganz bei mir. Ich nehme mich wieder wahr als lebendiges Objekt, das Bedürfnisse hat und sie auch leben darf. Mein Arzt nennt das ritualisierte Oralpsychose. Mit meditativem Touch. Ich nenne es mein schöner, lecker Lolli. Und nach einer Stunde an diesem Lolli
da bin ich immer unglaublich entspannt, eine Stunde älter und ordentlich überzuckert. Ich muss mir dann immer sofort 37.000 Einheiten Insulin spritzen. In die entsprechende Umlaufbahn. Ich habe dafür hier ein Multifunktions-Lolli entwickelt. Das heißt, das Insulin ist bereits im Stiel integriert. Und ich kann nachher mit einem einfachen Dreh, kann ich mir dann das Insulin schön hier in den Arm kloppen. Über- und Unterzuckerung geben sich die Klinke in die Hand. Und fragen sich, wer verarscht hier eigentlich wen? Ich habe schon mal überlegt, bei Domian deswegen anzurufen. Domian kennt er vielleicht, da kann man ja nachts anrufen, wenn man Probleme hat. Das Schöne bei Domian ist, man muss da nicht anrufen, wenn man Probleme hat. Und ich habe dann neulich mal zugehört, da hat bei Domian einer angerufen und hat gesagt, Domian, noch wach? Und dann hat Domian gesagt, ja, was ist denn dein Problem? Und dann hat der Anrufer gesagt, ja, lass mich doch mal ausreden. Und dann hat dieser Anrufer gesagt, ja, pass auf, Domian, ich habe ein Problem, hat er gesagt. Ich habe seit ein paar Wochen habe ich einen visuellen Tinnitus. Und da hat Domian gesagt, was ist das denn, visueller Tinnitus? Und dann habe ich ausgemacht. Das war mir zu albern. Aber ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, visueller Tinnitus, was könnte das sein? Und ich habe dann gedacht, das ist wahrscheinlich, ist das, wenn man permanent das Gefühl hat, als hätte man so eine Pfeife im Auge. Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob es aufgefallen ist. Ich habe mir gerade an einer Stelle habe ich einen Black einbauen lassen. Es wurde plötzlich dunkel. Ich habe anders aus der Nummer nicht mehr rausgefunden. Aber so ein Black ist wirklich eine feine Sache. So ein Black dient ja, also der Black zeigt an, dass eine Pointe da war. Und verstärkt sie dann und man setzt damit eine Art Ausrufungszeichen. Das ist eigentlich ein taktisches Mittel und nachher, wenn man sich die DVD anguckt, dann wird man sagen, der Johann mit allen Wassern gewaschen. Ein Black an dieser Stelle. Krass. Was ist er doch für eine ausgefuchste Sau. Fetten Respekt. Ich bin neulich mit dem Bus gefahren, ganz normal mit dem Bus gefahren. Da kam ein kleiner Junge auf mich zu und fragte, ob ich nicht der Johann König wäre. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja. Ja, 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 ja. Manchmal glaube ich das auch. Und dann hat mich der kleine Junge gefragt, warum ich dann hier mit dem Bus fahren würde, ob ich das eigentlich noch nötig hätte. Und da habe ich dann gedacht, also jetzt reicht's. Und da habe ich mich runtergebeugt zu dem Kleinen und habe zu ihm gesagt, weißt du, mir gehört der Bus. Und wenn der Onkel das will, dann steigst du gleich noch während der Fahrt aus. Kam noch einer auf mich zu, fragt, ob ich nicht der Typ mit der brüchigen Stimme wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, und du musst der Typ mit der brüchigen Nase sein.
Und ich hatte recht. Apropos brüchige Nase, ich bin vor nicht allzu langer Zeit, bin ich mal in einem Krankenhaus gewesen, auch wegen einer Fraktur. Genauer gesagt wegen einer psychischen Fraktur. Ich hatte einen Knacks im Oberstübchen, erlitten beim Nachdenken im überhöhten Bereich. Und ich bin dann in ein Krankenhaus eingeladen worden. Von zwei Männern. Ich wollte die Einladung erst ausschlagen. Das fanden sie nicht so geschickt. Und ich bin dann ins Mozart-Krankenhaus eingeladen worden. Und sie wollten mir dort den Kopf aufschrauben, mal reinschauen, gegebenenfalls neu sortieren. Und ich habe dann dort während dieses Aufenthaltes habe ich eine Art Gedächtnisprotokoll geschrieben über diesen Aufenthalt. Das habe ich euch hier mal mitgebracht. Und das beginnt am Dienstagabend. Und da beginne ich auch. Dienstagabend. Liege im Mozart-Krankenhaus und bin verwirrt. Mozart. Wer war nochmal Mozart? Jetzt nicht auch noch Alzheimer kriegen. Dann fällt es mir wieder ein. Ich bin noch verwirrter. Frage eine Krankenschwester, ob Mozart tatsächlich Krankenhäuser gebaut hat. Daraufhin zeigt sie mir einen Vogel, der Amadeus heißt und die kleine Nachtmusik singt. Ohne den Hauch einer Ahnung sage ich, ach, verstehe. Ich werde komplett vermessen, morgen werde ich operiert. Zweiter Tag, morgen werde ich operiert. Bin heute in der Früh verwechselt worden. Ist aufgefallen, weil man einen Mann nicht zum Mann umoperieren kann. Und braucht. Dritter Tag, heute werde ich operiert. Ja, wurde aber auch Zeit. Langweile mich bis zum Eintritt der Narkose. Schwester. Nochmal. Langweile mich bis zum Eintritt der Narkose, Schwester. So ist es richtig. Dann schlafen. 3 Stunden später mit schmerzverzerrtem Gesicht aufgewacht. Narkose-Schwester hat einen Bart und heißt Werner. 4. Tag. Bei der Visite verkündet der Arzt, die Operation sei vorschriftsmäßig durchgeführt worden. Ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch. Sie Arzt. Zur weiteren Beobachtung müssen Sie mich aber noch etwas hier behalten. Ohne dass er es merkt, sage ich, herzlichen Dank, Sie Arsch. Ich bin zutiefst frustriert. Mein Bettnachbar heißt Mike. Ich habe mitbekommen, dass Mike absolutes Alkoholverbot hat. Als er einen Spaziergang macht, trinke ich seine Vorräte leer, um ihm zu helfen. Als Mike wiederkommt und mit mir schimpft, weine ich, bis der Arzt kommt. Wegen des Alkoholgestanks bekommt Mike kein Armbrot. Ätschi bätschi. 13. Tag. Ich glaube, Sie haben mir einen Wurm ins Ohr operiert, der permanent die kleine Nachtmusik singt. Ich glaube, Sie wollen mich ausrotten. 5. Woche. Habe geträumt, ich hätte im Preisausschreiben der Barmer Ersatzkasse gewonnen. 1. Preis war eine kostenlose Vorsorgeobduktion. 5. Als ich vor dem Obdologen liege, fragt der mich, welche Todesursache ich gerne hätte. Es ging noch Schnittwunden zu Ankali oder Tritte. Ich stelle mir den Totenschein vor. Todesursache Tritte vom Obdologen. Das würden meine Eltern nicht verstehen. Der Obdologe kommt mir irgendwie bekannt vor. Als er spricht, erkenne ich seine schwarzen Zähne.
Auf seiner Schulter sitzt eine blinde Taube und assistiert. Ich frage ihn, was das überhaupt soll, Vorsorgeobduktion. Und er erklärt mir, er würde mich jetzt aufschneiden und dann der Barmer melden, wie lange ich noch gelebt hätte. Und die würden dann meinen Satz neu errechnen. Ich sage Hals, Maul, Schneehase. 2. Monat. Heute hatte ich keine Lust, mich zu bewegen. Deshalb habe ich versucht, allein Kraft meiner Gedanken einen Höhepunkt zu bekommen. Kurz bevor es soweit war, kam Mike rein und sagte: Johann, alte Beule, was hat dich denn geritten? Abends Praline gelesen, dann gegessen. Beim Mittagessen bekleckert sich Mike mit Soße und sagt: ich sehe aus wie ein Schwein. Ich sage: ja, und jetzt hast du dich auch noch bekleckert. Neunter Monat. Endlich Kacker gemacht, aua, aua. Zweiter Frühling. Nach dem Röntgen sagt mir der Arzt, sie hätten bei der ersten Operation in meinem Kopf eine Schere vergessen. Die berühmte Schere im Kopf. Jetzt müssten sie den nochmal öffnen, ob ich wieder eine Narkose bräuchte. Danken lehnte ich ab. Die ganze Nacht mit Mike und der Nachtschwester gefeiert und auf meinen Mut angestoßen. Um 5 Uhr morgens sind wir 3 so weit, dass wir das Spiel Idiotendreier spielen. Einer geht raus und die anderen müssen raten, wer draußen ist. Das ist ja komplizierter, als man denkt. Der Tag der Operation. Ohne Betäubung werde ich auf den Operationstisch gelegt. Sie wollen mich tatsächlich bei lebendigem Leibe operieren. So viel Rücksicht hätte ich denen gar nicht zugetraut. Plötzlich kommt einer rein. Es ist der Arzt. So, dann wollen wir sehen, ob ich schere, wie ob ich den Terrorist ansetze. Total schnell geschrieben. Nochmal? Kurze Zeit später. Wahrscheinlich werde ich jetzt gerade operiert. Anders kann ich mir meine Lage nicht erklären. Ich sitze in einer Quizshow und ein Mann fragt mich, welcher Begriff passt nicht in diese Reihe? Mozart-Krankenhaus, Mozart-Kugeln, Mozart-Nachtmusik oder Mozzarella? Ich sage Mozzarella und gewinne einen Preisausschreiben bei der Barmer Ersatzkasse. Überwältigt von dem Erfolg versuche ich mir den Kopf zu zerbrechen. 3 Tage später. Ich erwache und sehe mich ein bisschen in meinem Zimmerchen um. Auf meinem Nachttischchen liegt eine riesige, verrostete Heckenschere. Ich erschrecke, bis Mike sie schmunzelnd durch eine kleinere ersetzt. Blödes Arschgesicht. Dankeschön. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ich frage mich ja den ganzen Abend schon. Wo wollen die eigentlich hin? Der Zug. Alles klar. Gut, dass ich draußen meine Leute stehen habe. Mit Anweisungen. Für die Ausrede Zug. Ich frage mich ja den ganzen Abend schon, was macht er eigentlich noch mit dem Apfel? Der liegt ja hier bestimmt nicht umsonst.
Auf der Bühne essen ist ja verboten. Aber als Künstler, der immer wieder auch provoziert und aneckt, kann ich das ruhig mal machen. Ich kleiner Rebell. Ja, unglaublich, dass das schon gewesen sein soll. Aber wie sagt man so schön, wenn was war, dann ist es auch irgendwann gut. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei euch allen, bei allen, die hier waren, auch bei allen, die nicht hier waren. Ich habe gehört, viele sind heute Abend zu Hause oder sitzen im Zug. Möchte mich bedanken bei euren Reaktionen, bei euren Gefühlsausbrüchen. Das wird ja nachher noch ausgewertet. Aber, und das meine ich ganz im Ernst, ich möchte mich auch bedanken bei dem kleinen, stillen und vielleicht hintergründigen Lächeln oder Schmunzeln, das durchaus beides hier auf der Bühne ankommt und damit auch in des Künstlers Herzen. Und ich sage das nicht nur, um mich am Schluss noch ein bisschen einzuschleimen, aber zum größten Teil schon. Aber ich finde es wirklich schön, dass ihr heute Abend hier wart, denn manchmal glaube ich, wenn es euch nicht gäbe, dann müsste ich richtig arbeiten. Dankeschön. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ich habe ich habe wirklich noch was vergessen. Ich wollte natürlich mich nicht verabschieden. Nochmal von vorne. Natürlich, ich möchte euch noch ein Lied mit auf den Nachhauseweg geben. Ist das am Schluss hier so vorgesehen gewesen. Ich habe aber nicht dran gedacht. Das merkt nachher kein Schwein. Aber, und zwar ist es ein Lied über Köln. Ja, ich bin ja wirklich eine richtige kölsche Jung. Ich lerne auch gerade Kölsch. Ich kann schon einen Satz, der geht so. Und wenn das Trümmelchen geht, dann schütte ich mir den Kaffee in den Kopf und ob der Mater schon die Bohre umverkaufe, esse es ab. Ja, das ist Kölsch und ich habe also ein Lied über Köln noch hier dabei. Viele gehen ja nach Berlin immer wieder, aber ich bleibe bei ihr. Und dieses Lied über Köln möchte ich euch jetzt noch vormachen. Es ist ein modernes Lied und ich möchte mit diesem Lied auch die Jugend bedienen, weil ich sage immer die Jugend von heute. Das ist der Zuschauer von morgen. So, okay, come on. Du in deinem Berliner Altbau lachst mich aus, weil ich in Köln wohne und du meinst, ich komme hier nicht raus? Na gut, das kann wohl sein, doch pass mal auf, mein Junge. Ich bin aus Köln, ich trag das Herz auf der Zunge. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch, das ist doch klar. Und auch im Hetze hab ich so ne Schien. Ich bin gut drauf und ich steh auch auf, weil ich ein Kölner bin. Hier wird geschunkelt, gelacht und erlarvt. Köln ist ein Globus, eine eigene Welt.
Wir sind prima, was wollen die Berliner? Was können wir dafür, dass es uns hier so gut gefällt? Mein Fädel, mein Bütchen, meine Kneipe, mein Kölsch, mein Zuhause, mein Rhein, mein Dom. Mein Prinz, mein Zoch, mein Gruppe Mariechen, ja das ist mein Kolon. Mein Fädel, mein Bütchen, meine Kneipe, mein Kölsch, mein Zuhause, mein Rhein, mein Dom. Mein Prinz, mein Zoch, mein Funke Mariechen, ja das ist mein Kolon. Wenn die Höhner nicht spielen, dann spielen Black Fuzz. Und wenn die nicht kommen, dann spielen Brings. Und wenn die alle nicht können, dann singen wir ihre Lieder. Das tun wir seit der Kindheit mit Links. Wenn der FC verliert, dann hat er verloren. Wenn er gewinnt, dann gewannen wir. Ich bin so geil drauf, denn ich bin hier geboren. Und selbstverständlich bleibe ich für immer hier. Kriegt der FC auch ständig auf die Mütze. Ich bleib heiter und bütze weiter. Bütze, bütze, ich bütze alles und jeden. Bützen ist cool, Bützen ist mein Leben. Kölsch ist eine Sprache und auch ein Getränk. Beides etwas schlapprig, doch egal. Wenn kriegst du von beidem auf die Dauer genug, dann findest du es irgendwann nochmal. Mein Fädel, mein Bütchen, meine Kneipe, mein Kölsch, mein Zuhause, mein Rhein, mein Dom. Mein Prinz, mein Zauf, mein Funke Mariechen, ja das ist mein Kolon. Mein Schnauz, mein Dialekt, meine Freunde, mein Fahrrad, mein Arzt, meine Küche, mein Balkon. Ich sabbel alle voll, bis alle wissen, ich liebe mich und mein Kolon. Bitte, bitte, Bütchen, Bütchen. Fahrrad, Fahrrad. Funke Mariechen, Funke Mariechen. Yeah, come on. Und gibt es mal Probleme, dann gehe ich zu den Nachbarn. Die kenne ich bisher eigentlich nur vom Sehen. Schön reden, schön sitzen, schön trinken, schön klüngeln. Ich klüngel jetzt wohl öfter mal bei denen. Denn echte Freunde, die stonne mich zusammen. Am Anfang bist du davon irritiert. Es dauert eine Weile, doch dann bist du drin. Und von da an läuft dann alles wie geschmiert. Die KVB als eine U-Bahn zu bezeichnen, na gut, ich gebe zu, das ist in etwa so, als würde man Hürth mit New York vergleichen oder den Express mit Niveau. Hier in Köln kann jeder sein, wie er möchte. Wir sind Multikulti, natürlich in Maßen. Wir sind tolerant gegen Türken und Schwule, darum haben die hier auch ihre eigenen Straßen. 4711 und 0815, Kulturhauptstadt, nur Geduld. Sogar der Dom soll in die zweite Liga. Das sind alles die Cloud-Kids in Schuld. Mein Fädel, mein Bütchen, meine Kneipe, mein Kölsch. Ich bin so stolz auf mein Kolon. Meine Gedanken, mein Herz, mein Horizont reichen immer genau bis zum Dom. Deine Größe, deine Lage, deine Schulden, deine Spree. Nee. Dankeschön. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Nee, ich habe total Bock. Viele Leute sagen mir nach meinen Konzerten, ja, Konzerten. Die kommen dann zu mir und sagen, Herr König, Ihr Konzert hat meinem Leben
den Rest gegeben. Und dann sage ich immer, ich helfe, wo ich kann. Dieses Programm ohne Proben nach oben ist noch relativ frisch. Wir spielen das jetzt seit Oktober. Und das ist wirklich noch relativ frisch. Trotzdem habe ich mir jetzt schon Gedanken gemacht über ein neues Programm. Ich habe mir für das kommende Programm vorgenommen, dass das dann komplett unter der Gürtellinie stattfindet. Und dass ich es darum auch Ficky Ficky nenne. Und der Helmut hat gerade noch gewettet, dass ich das hier nicht bringe. Am meisten freue ich mich auf das Plakat. Ja, Helmut Samtschneider, die Frage kommt immer wieder, ob das ein Künstlername ist. Das können wir hier mal klarstellen. Helmut Samtschneider ist kein Künstlername. Wozu auch? Wenn man Helmut Samtschneider heißt, dann hat man genug zu tun. Muss man sich auch einen Künstlernamen anlegen. Johann König ist allerdings ein Künstlername. Das kann ich auch mal klarstellen. Johann König ist ein Künstlername. Das war da mir, also mir war das immer klar. Mit bürgerlichen Namen heiße ich natürlich René Otzenköttel. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein kleines Chanson mitgebracht. Wir möchten euch noch ein kleines Lied in die Ohren blasen. Ich habe ja gesagt, dass wir auch ohne Üben nach drüben auftreten, also auch in der DDR spielen. Und ist ja heute so, wenn man heute in die DDR fährt, man merkt es ja. Man merkt es schon noch. Auf jeden Fall habe ich mal Urlaub gemacht in der DDR und da ist mir dieses Lied eingefallen. Es ist wieder ein Lied zum Nachsingen und Mitdenken, aber dann draußen. Okay. Wir machen Urlaub in der DDR, aber das sagt man heute nicht mehr. Wir wollen radeln und schlendern in den neuen Ländern. Das ist Urlaub in der DDR, aber das sagt man ja heute nicht mehr. 89 fiel die Mauer um und alle freuten sich dusselig und dumm. Keine Mauern ewig dauern, auch bei Arbeitern und Bauern. Das war ein revolutionärer Schlag. Es gab Bananen dafür und 100 Mark. Nach dem Taumel der Vereinigung herrschte allseits Ernüchterung. Es gab statt blühender Landschaft nur entfremdete Verwandtschaft. Wirf dein Trabi weg, kauf mein Golf. Das war wie Rotkäppchen und der Wolf. Die DDR war eine Diktatur und daraus machen wir jetzt Popkultur. Es wurde geschossen, denunziert, es wurde gehetzt und spioniert. Doch was uns heute interessiert, ist klar: Spreewaldgurken und FKK. Die DDR ist lange her. Darum sagt man heute auch DDR nie mehr. Heute heißt es Sachsen und Leipzig, MacPom und was weiß ich, es gibt noch so viel in der DDR. Da fahren wir sicher nochmal hin. Und her. Dankeschön, Helmut Samtschneider. Danke, Köln. Schön.
Na gut. Wir machen noch eine Kleinigkeit. Aber ich sage euch ganz im Ernst, das, was wir jetzt machen, das hätten wir sowieso gemacht. Weil das machen wir immer, egal ob hier nur einer sitzt, scheißegal. Ja, einen kleinen Hinweis haben wir noch. Wir werden, wir treten hier nochmal auf im Gloria und zwar am 8. Dezember. 8. Dezember hier im Gloria Theater. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es den Leuten, die euch nicht gefallen. Ganz einfache Rechnung. 8.12. nochmal hier. Dann mit Weihnachtsliedern und Gedichten. Was haben wir noch? Ja, wir werden nach der Show werden wir noch kurz zur Verfügung stehen. Wir werden ein paar Autogrammkarten unterstreichen und CDs verkaufen. Wir haben CDs mitgebracht vom alten Programm, da sind die Jesus-Tagebücher drauf. CDs vom neuen Programm, da ist das Mozart-Krankenhaus drauf. Eine CD kostet 15 Euro, die andere kommen auch 15. Eine CD kostet im Handel 80 Euro. Einfach mal nachdenken. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch ein kleines Abschiedslied vorbereitet, aber bevor wir das Abschiedslied spielen, möchte ich nochmal kurz nochmal an euch zurückgehen und ganz wirklich euch nochmal fragen, hey Köln, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Habt ihr noch Fragen? Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr jetzt gerne ein, zwei Fragen stellen. Wir wollen die dann beantworten. Und wenn jemand etwas wissen möchte, dann kann er jetzt einfach noch. Ich übersetze mal kurz. Hier vorne aus der ersten Reihe. Da kam die Frage, was wir gleich noch machen. Und da muss ich sagen, das geht dich einen Scheiß an. Nein, also was ich verstanden habe, war irgendwas zu den Klamotten von dem Samtschneider. Wo er die her hat, sowas in der Art. Also ich kann da nichts zu sagen, müssen wir ihn selber fragen. Können Sie was zu der Herkunft der Klamotten sagen? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Frage. Also meine Sachen, wen es interessiert, die kommen alle aus meiner Heimat, aus La Ponchita. Das ist ein kleiner Berg auf dem Berg Anden, ein kleiner Ort auf dem Berg Anden natürlich. Ich habe sie dort extra für mich herstellen lassen, in mühsamer Kleinarbeit von Kindern aus Düsseldorf. Aber ich kann ja vielleicht mal ganz kurz, wenn es den Rahmen nicht sprengt, so ein bisschen einfach aus dem Nesthäkchen plaudern. Viele werden sich fragen, wie kommt das, dass ein Peruaner in der Show von Herrn König ist? Also es liegt daran, ich bin aufgrund des Austauschprojektes Lachen für Lima hier in Deutschland und mache im Rahmen dieses Austauschprojektes ein Praktikum bei Herrn König im Bereich Tanz und Gesang. Zeitgleich sind aber auch hier aus Deutschland 4 Kollegen von mir in Peru. Es sind 4 Musikerkollegen, es sind die Bremer Stadtmusikanten. Sie leben in Peru für ein Jahr auf einer Wiese zusammen mit 3 Lamas und machen eine Weiterbildung im Rotzen. Die Katze hat auch schon den braunen Auswurf geschafft
Und naja, ich bin jedenfalls froh, bei Herrn König zu sein, gerade weil ich auch eine sehr schwere Kindheit hinter mir habe. Ich bin nämlich als peruanischer Zwilling auf die Welt gekommen. Also ich war mit meinem Bruder am Poncho zusammengewachsen. Ja, mein Bruder wurde daraufhin operativ von mir getrennt. Ja. Aber er wurde operativ getrennt und hat aber sofort wieder Fuß gefasst, sofort Karriere gemacht, war viel in Deutschland auf Tournee bei Körperwelten. Und ich halte es so ein bisschen wie Herr König, ich sage, ob Körperwelten oder Poncho, Hauptsache gesund. Dankeschön. Vielen Dank für euer Verständnis, danke. Das ist sehr freundlich. Wenn Sie mehr über den Herrn Sanftensteiner wissen wollen, unter johannkönig.com, auf der Seite johannkönig.com kann man noch mehr Sachen über ihn erfahren. Gibt es auch eine Bildgalerie. Man kann da erfahren, dass er zum Beispiel im Alter von 12 Jahren mal in eine Wasserpistole ejakuliert hat. Und wie die Geschichte ausging, aber... Wir wollen jetzt unser letztes Lied anstimmen. Es ist ein Abschiedslied, es ist ein Lied, bei dem wir alle gemeinsam mitsummen können. Und mit diesem Lied möchten wir uns von euch verabschieden. Ihr wart wunderbar. Und ich glaube, wir sehen uns nochmal wieder. Nehmt Abschied, Leute. Ungewiss ist ein baldig Wiedersehen. Der Heimweg liegt in Finsternis und trotzdem müsst ihr gehen. Zu Hause wartet euer Bett und mal wieder fragt es sich: Kommst du allein oder im Duett? Bist du nüchtern oder dich oder nicht? Ich schwitze wie die Feuerwehr, bin müde, träg und schlapp. Der Helmut, der kann auch nicht mehr. Nun haut schon endlich ab. Dankeschön, das war's. Dankeschön. Tschüss.